Entschuldigung, mich lenkt das total ab. Ich kann das gar nicht gleichzeitig den Twitter-Feed hier zu lesen und gleichzeitig irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. Hygienetipps für den kleinen Mann. So, es ist vielleicht nicht der beste Hygienetipp, aber es ist der wichtigste Hygienetipp überhaupt für den kleinen Mann. Erstmal, Kleidung muss man nicht waschen, lüften reicht völlig. Ich habe die ersten 22 Jahre meines Lebens völlig damit ausreichend überlebt, indem ich Kleidung nicht gewaschen habe, sondern gelüftet. Dafür ist Lüften da, bläst den ganzen Dreck weg. Zweitens, und das ist ein ernst gemeinter Tipp, für alle da draußen, die so ein bisschen Fingernagelphobie haben und so ein bisschen Angst um perfekte Fingernagel haben und nicht immer eine Feile zur Hand haben, die perfekte, und jetzt kommt der Top-Tipp, Achtung, die perfekte Art, sich seine Fingernägel zu feilen, wenn man keine Feile voran hat, ein Stück Papier. Hat jeder da, ja? Ein Stück Papier, zweimal frech gefaltet. Zweimal frech gefaltet und schon hat man eine relativ starke Kante, die sogar schaufelförmig ist, ja, schaufelförmig, mit der man dann seine Fingernägel reinigen kann. Zack, probiert das mal aus, es ist perfekt, es ist sogar besser als die Feile, weil das Papier schmiegt sich an dein Fingerbett an und hinterlässt auch keine Rückstände. Habt ihr euch mal gefragt, was da unter den Fingernägeln ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das immer dieselbe Farbe hat. Man hat auch so viele verschiedene Dinge den ganzen Tag so in der Hand. Warum hat es immer dieselbe Farbe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das waren die lang angeteaserten Hygienetipps für den kleinen Mann. Der Tag der Enttäuschung. Ne? Mir geht auch diese ellenlange Pink-Rosa-Diskussion. Ich verstehe die auch nicht. 30.000 Jahre lang kam die Menschheit durch die Welt und hat gesagt, Ägypten. Freunde, das ist rosa. Ja, und jetzt plötzlich, nein, das ist pink. Das ist rosa, das ist pink. Es ist dieselbe Farbe, Freunde. Ich muss auch tatsächlich sagen, also manchmal... Es ist mir wirklich ein bisschen unangenehm, aber es gibt wirklich eine Menge dumme Sachen, die ich bis zu einem hohen Alter geglaubt habe. Ich habe zum Beispiel, und das ist wirklich kein Witz, Leute gucken mich an und denken, wow, talentierter, intelligenter junger Mann, der muss wirklich schon früh wirklich absolute Quantensprünge geleistet haben. Ist nicht der Fall, tatsächlich. Ich habe zum Beispiel, und es ist schwer zu glauben, aber es ist wirklich so, bis zum Alter von 17 Jahren, ja, fast wahlberechtigt, du lernst in der Schule gerade irgendwie Mathematik, die meisten von uns heute nicht mehr verstehen würden. Das ist 17 Jahre alt. Bis zum Alter von 17 Jahren alt, dachte ich, Geld wird in Geldautomaten gedruckt. Gedruckt. Ich dachte, wenn du zum Geldautomaten gehst und da sagst, ich will einen schönen Fuffi, mach mir mal einen schönen Fuffi auf die Hand, dann wird das Geld dort gedruckt. Und ich weiß nicht, warum, es scheint mir völlig unverstehbar, warum ich so dumm sein konnte, weil es einfach überhaupt gar auf allen Ebenen keinen Sinn ergibt. Aber irgendwann kam mir der Moment, wo ich sagte, oder irgendwie, keine Ahnung, ging es um diese Geldfabrik und ich dachte, was meint ihr? Wovon redet ihr? Geldfabrik und dann irgendwann ist mir gedämmert, aber ich dachte mir einfach, wie kann man so dumm sein und das nicht checken? Ich dachte mir, es ist klar, da ist halt dann irgendwie ganz viel Tinte drin und dann ganz viel Papier und dann wird das gedruckt, das ist kein Problem, das ist kein Ding. In meinem Zimmer hatte ich früher, und das ist ja die beste Idee aller Zeiten, hatte ich einen Hängestuhl, ein Stuhl, der von der Decke hing. Jetzt werden Leute sagen, das nennt man eine Schaukel, du bist auf dem Spielplatz groß geworden. Nein, ich habe seit dem Alter von 8 Jahren Spielplatzverbot. Deswegen spart euch die pfiffigen Kommentare, ist nicht der Fall. Ich hatte eine Art Hängematte für eine Person und die nicht wie eine Hängematte an zwei Polen befestigt war. Ich nenne sie die Zweipol-Hängematte, die ZPH. Es war eine EPH, so eine Einpol-Hängematte, die oben an der Decke befestigt war. Dann war so ein Querbalken, ich in QB, und dann unten noch so ein Sack. Vorteil, man legt da nichts rein, weil im unbenutzten Zustand klappt sich das zusammen und ist ganz eng und klein und da tut man nichts rein. Wohingegen normale Stuhl, hier, wir nehmen so einen klassischen Stuhl, man denkt sich, wohin, und dann stellt man ihn da drauf. Und dann, wenn man sich da hinsetzt, denkt sich, ah nein, da ist schon was drauf. Und im Endeffekt stellt man sich damit sein ganzes... Es ist wie Snake spielen. Das Leben ist wie Snake spielen. Man verbaut sich immer selbst den Fluchtweg und beißt sich am Ende selbst. Und deswegen ist so ein Hängestuhl eine geniale Idee. Weil in dem chaotischen
Kopf eines Kindes hast du immer den Drang, alles dreckig zu machen und überall deine Sachen hinzulegen, aber in diesen Hängestuhl nicht, weil da ist keine Oberfläche vorhanden. Ja, das Volumen entsteht in dem Moment, in dem man sich reinsetzt. Nachteil an diesem Hängestuhl war, dadurch, dass er ein EPH war, konnte er frei rotieren. Das heißt, du saßt dann in diesem Hängestuhl drin, Füße vom Boden, hingst da drin und schaust King of Queens und lachst dich kaputt und hahaha, aber langsam drehst du dich so weg und denkst dir so, okay, cool, King of Queens. Und irgendwann muss dann den hier, um wieder zurückzukommen. Und dann schaust du wieder ein bisschen King of Queens und dann geht's wieder weiter. Und deine gesamte Jugend bestand im Grunde aus dieser Geste. Aus dieser Geste verzweifelt mich zurück zu King of Queens zu schaufeln. Und so hing ich dann von der Decke quasi und musste die ganze Zeit den machen. Irgendwann habe ich dann den Gondoliere-Trick erfunden und hatte dann einen langen Stab, einen Besenstiel und hatte dann so durch den Hängestuhl durch auf den Boden kratzen lassen und konnte dann damit meine Richtung ändern. Unglaublich, absoluter Durchbruch, aber da muss man erstmal drauf kommen und so konnte ich weiter King of Queens schauen. Unglaublich. Diese Mäuse, diese modernen Mäuse, ne, als ich klein war, da gab es Mäuse. Maus bestand einfach aus einem Block, wo eine große Taste drauf war, wo man mit einem Stahlhammer draufschlagen musste. Und heute greifst du sie nur an und hast irgendwie gleich wieder 17 Matratzen bestellt oder irgendwie so ein Pfanni-Kartoffelmix. Es ist mir zu kompliziert, die Welt ist mir zu kompliziert. Das ist genauso wie wenn, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Raum wart, der Raumtemperatur hatte. So richtig Raumtemperatur. So dass du drin bist in einem Raum und dir denkst, ich fühle nichts. Ich fühle gar nichts. Fühlt mal in die Luft jetzt gerade. Fühlt mal gerade in die Luft. Was ist das für eine Temperatur? Was ist das für eine Temperatur? Oft ist Raumtemperatur einfach, ich bin in der Welt wie eingeschweißt. So, es ist, man weiß nicht genau, wo es ist. Wo höre ich auf und wo fängt die Umgebung an? Ich bin Teil eines großen Ganzen. Ich bin ein Puzzlestück. Das ist Raumtemperatur. Man braucht einen USP. Jeder Mensch braucht einen USP. Man muss einen Mensch einfach schnell beschreiben können. Man muss einfach wissen, das ist der. Ich habe mein ganzes Leben lang immer nach einem USP gesucht. Wirklich. Ich wollte immer irgendwas haben, wo man mich schnell beschreiben kann. Ich habe zum Beispiel meine Zeit lang als Jugendlicher, als man in so einer Identitätsphase ist, ne, wo man sich finden muss, wo man sich selber irgendwie definieren muss. Vielleicht sind viele Zuschauer noch in dieser Phase, die denken, oh mein Gott, was bin ich eigentlich, wer bin ich, wo will ich hin, wofür will ich bekannt sein? Und meine Lösung für dieses Thema, dieser Identitätssuche war, dass ich immer einen Chupa Chups Lutscher in meinem Geldbeutel hatte. Das war so mein Ding. Ich wollte bekannt sein als der Typ, der immer einen Lutscher dabei hat. Einfach weil ich dachte, das ist ganz cool irgendwie, dass man sagt so, hey, du bist doch der. Und dann in so einem coolen Gespräch kann man seinen Geldbeutel rausholen, hat einen Lutscher, kann den lutschen. Hat nie funktioniert. Oder der Typ, der immer Bowlingschuhe trägt. Einfach sowas Cooles, ne, dass man jemanden kurz und knackig zusammenfassen kann. Was sind denn eure Beschreibungen? Angenommen, man würde euch jetzt beschreiben in so einem Drehbuch, ja, Paul betritt den Raum und dann kommt immer so ein halber Satz, der Paul beschreibt, der treffend beschreibt. Man sagt einfach nicht mal, Paul ist schön, sondern man würde zum Beispiel schreiben, Paul ist schöner, als er denkt. Ja, das ist zum Beispiel dann so ein psychologisches Ding, wo du die Figur nicht nur äußerlich, sondern auch psychologisch eingeführt hast. Das ist ganz wichtig. Und oder zum Beispiel eine der besten Figurenbeschreibungen überhaupt vielleicht in der Geschichte, der Filmgeschichte und des Drehbuchschreibens ist Marla Singer aus Fight Club, wo der Erzähler sagt, Marla Singer ist wie diese kleine Wunde an der Lippe, die sofort heilen würde, wenn man aufhören könnte, dran rumzulecken. Und das ist eine geile Beschreibung für eine Figur. Das ist doch richtig cool, wenn ich sich denke, okay, das ist geil. Da ist sofort irgendwie, hat man ein gewisses Bild vor Augen. Kein äußeres Bild, aber so ein gewisses Charakterbild. Wie würdet ihr euch beschreiben? Wie würdet ihr euch in einem Drehbuch beschreiben mit einem knackigen Satz? Aber tatsächlich sind ja Zähne das erste Beispiel von Arbeitsteilung. Dass man wirklich sagt, jetzt irgendwie so von wegen Kapitalismus, Entmenschlichung des Menschen und sowas. Eigentlich ist das schon im Körper angelegt, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Nicht alle Zähne sind gleich. Die Schneidezähne haben eine andere Funktion als die Mahlzähne. Deswegen würde ich da auch diese aber die verdienen alle gleich. Kriegen alle genau gleich viel vom Brötchen. Ist das wirklich so? Sind die gleich groß? Haben die genauso viel Schmelz? Also ich würde einfach mal diese marxistische Kritik vehement zurückwerfen. Würde ich auch. Es gab ein Video von
Kim Kardashian und Kanye West damals. Also die hatten dieses Musikvideo gedreht. Und wir hatten gesehen, dass Seth Rogen und James Franco dieses Video dann mal karikiert hatten. Wir hatten natürlich damals sehr, sehr kleine Mittel. Und das ist jetzt, ich kann mal gucken, wann ist es hochgeladen? Am 4.12.2013 haben Florentin und ich unser erstes gemeinsames Video gemacht und wollten eben auch eine Persiflage auf dieses Kanye West-Video machen mit sehr, sehr kleinen Mitteln und haben das dann einfach mal probiert. Und das würden wir jetzt gerne abspielen lassen. Da ist es ja schon so. Internet des Videos von Kanye West und Kim Kardashian. Genauso aus wie sie damals nicht war. What you doing in the club on a Thursday? She say she only here for her girl birthday. They order champagne, but still a Thursday. Rock Jesus, for Alter. Alter. One, but just turned 30. I know I got a bad reputation. Walking around always mad. Ich hab das auch seitdem nicht gesehen. Alter Vater, okay, ist gut. Vor allem keine künstlerische Höhe, kein zweidoppelter Boden, kein Twist, keine Satire, nothing, just einfach Demütigung. Einfach, du bist fett, du bist hässlich. Wir machen kurz mal den Greenscreen aus, damit du noch dümmer aussiehst, als du eh schon aussiehst. Warum hast du ein Kostüm an? Einfach, das ist der Boomerama-Style. Einfach so, no bullshit. Hey, Lars! Komm her. Moin, Lars. Hey, wie geht's dir? Internetsender, aber es gibt keinen. Stop, danke. Stop, 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 ist es gerade gehangen? Wow. Ist es gerade gehangen? Das ist wirklich perfektes Timing. Das ist wieder gegangen, ne? Das war damals, wir haben uns damals noch abends hingesetzt und gesagt, ja, wir sind die deutsche Comedy-Revolution. Wir sind die, wir sind die, die es richtig machen. Deutschland braucht uns mit diesem Content. Ja. Warte, guck dir das an, warte. Ich weiß, wo der sitzt. Warte, jetzt sitzt er da. Jetzt nochmal. Das kann nicht sein. Ich mach jetzt keinen Eiergag, sicher nicht. Großartig, danke, vielen Dank. Okay. Das ist der Kreis, ne? Das ist das Ziel. So hab, das dann tatsächlich, so haben wir angefangen, speziell Florentin. Da ging es von da aus, ging es dann auch weiterhin abwärts. So. Ja, geil. Gott, wie fett, hat das gerade glücklich gemacht. Das hat mich gerade glücklich gemacht. Das freut mich. Das ist schön, dass nicht nur die Demütigung damals dir Freude bereitet, sondern du auch jedes Jahr nochmal wieder. Darf ich das nochmal re-uploaden alles? Klar, von mir aus. Weißt du, ich frag mich. Nee. Ich frag mich, was ist der Grund? Ob die Menge an peinlichen Videos im Internet gleich bleibt und irgendwann haben wir die einfach alle gesehen von mir oder rückt der Wurm der Peinlichkeit immer mit der eigenen Entwicklung, sodass immer alles, was ich vor, sagen wir mal, 2 Jahren gemacht habe, wird peinlich, sodass sozusagen die Entwicklung immer weiter vorangeht und man immer mehr peinliche Videos hat und das Verhältnis immer gleich bleibt. Weil irgendwann muss das aufhören. Nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen. Aber ich habe keinen Bock, hier dann in 3 Jahren mit meinem Oscar in der Hand zu sitzen, um dann wieder haha das Nacktschneckenrennen oder haha Florentin Will interviewt Christopher Lauer oder so einen Scheiß zu sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Rocket Beans hat so ein bisschen so ein Verklemmtheitsproblem irgendwie. Hier wird Sexualität unter den Tisch gekehrt, hier wird nicht drüber gesprochen, hier wird nicht der eigene Körper zelebriert, hier wird nicht irgendwie das Zwischengeschlechtliche zelebriert, auch mal zu sagen, klar, es gibt dann hier oder da den einen ironischen Kuss zwischen Männern, was natürlich dann... Dir geht es nicht weit genug. Mir geht es einfach nicht weit genug, deswegen würde ich sagen, einfach würde ich an der Stelle mal kurz... Jetzt komm, tu's, das ist edgy. Ja. Hallo Florian Harten, die News sind da. Hey! Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Ja, stimmt für René. Ja, einfach ein paar alte peinliche Videos rauskramen. Ne? Das können sie wieder.